Die Lausitz zu Gast in Kamenz bei der WIR 2013 vom 22. bis 24. März. Mit rund 260 Ausstellern die größte Handels- und Gewerbemesse der Lausitz. Mit vielen Informationen, tollem Programm, einer sagenhaften Modenschau und Live-Konzert mit Guido Hoffmann. Und mit dem täglichen Messeradio Ihrer Elsterwelle live von der WIR 2013. Sie finden uns direkt im Lounge-Bereich C. Auf zur WIR 2013 in den Messehallen im Gewerbepark Kamenz. Und sagen Sie hinterher bloß nicht, Sie hätten nichts gewusst. Ohne noch lange abzuwarten, mit Conny in den Frühling starten. Mit vielen tollen Angeboten. Pflanzgefäße aus Keramik mit Lavendeldekor schon ab 1,99. Blumenampeln 20 cm schon ab 1,49. Neu, großes Windlicht von Eika in vielen Frühlingsfarben nur 7,99. Und vieles, vieles mehr. Günstig zum Lenz. Bei Connys Hauswaren an der B96 Schwarzkolm und Hoyerswerder Treff 8 Center. Einkaufen mit Köpfchen. Ohne Wasser, merkt euch das, wäre unsere Welt ein leeres Fass. Wasser ist Leben. Seit über 60 Jahren zuverlässig aus dem Wasserwerk Zeisig. Wir zeigen Ihnen, woher es kommt und wohin es geht. Am 22. März zum Tag der offenen Tür. 13 bis 18 Uhr im Wasserwerk Zeisig und in der Kläranlage Hoyerswerda. Nutzen Sie auch den kostenlosen Pendelbus zwischen beiden Stationen. VBH. Wir machen das. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Gefährlich. Umgekippter Heizöl-LKW auf der S95. Ausgezeichnet. Ludgi-Kita, schönster Kindergarten im Landkreis. Geplant. Aktionstag für Senioren in Hoyerswerda. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 21. März. Immer mehr Menschen in Sachsen leiden an dem Zappel-Philipp-Syndrom ADHS. Und damit steigen auch die verordneten Mengen an Medikamenten wie Ritalin. Ganz besonders häufig bekommen Kinder und Jugendliche in den Landkreisen Mittelsachsen und Zwickau die ADHS-Diagnose. Zu diesem Ergebnis kommt der Barmer Arztreport 2013. Dazu sind wir jetzt verbunden mit Dr. Jürgen Prager. Wie haben sich denn die ADHS-Fälle in den vergangenen Jahren entwickelt? Es ist auffallend, dass in dem Zeitraum von 2006 bis 2011 es ein deutliches Ansteigen der Diagnoserate gegeben hat. Wir haben im Schnitt etwa 50% Anstieg. Das ist etwas in einzelnen Altersgruppen unterschiedlich, aber jedenfalls ein deutlicher Anstieg. Können Sie denn regionale Unterschiede erkennen? Wo wird die Diagnose ADHS besonders häufig gestellt? Die Daten der Barmer GK haben gezeigt, dass wir in Deutschland eine Hochburg von diagnostizierten ADHS-Fällen und auch entsprechend Medikation haben. Das ist der Bereich Oberfranken mit einigen Kreisen in der Umgebung. Dann gibt es auch in Sachsen, in Zwickau, eine etwas stärkere Zone. Ich glaube aus meiner Kenntnis heraus, dass es dort Spezialisten, also Fachärzte, Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt, die natürlich sehr frequentiert sein werden. Und das ein sicher wichtiger Unterschied oder Begründung für diese Zahlen in der personellen Ausstattung dieser Gegenden mit Fachleuten ist. Was führt aus Ihrer Sicht zu der häufigen Diagnose ADHS? Ich glaube einmal, dass natürlich die Bevölkerung und die Eltern sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Das war allerdings auch vor den letzten Jahren schon so. Dann haben wir eine Zeit, wo die immer scheinbar schneller wird, auch beschleunigt wird.
wo alle möglichen Stressfaktoren auf unsere Kinder einwirken, von der Schule mit den Leistungsanforderungen, Leistungsdruck, mit den familiären Situationen, der beruflichen Situation, sodass man vielleicht weniger Geduld hat, mit den Problemen der Kinder umzugehen. Aber natürlich, da die Hauptursache für die Entstehung eines ADS die genetische Faktoren sind, ist es durchaus denkbar, dass es auch einen Anstieg gibt. Ritalin wird auch in Sachsen immer häufiger verschrieben. Die Zahlen steigen seit Jahren an. Werden solche Medikamente zu früh verschrieben? Das kann man sicher nicht generell sagen. Medikamente stehen als Therapieoption in der Reihe an letzter Stelle und sollten nur dann gegeben werden, wenn die Situation für das Kind sich richtig dramatisch darstellt. Also wenn es in der Schule nicht mehr führbar ist, wenn Schulverweise, Schulausschlüsse drohen, Schulwechsel drohen, wenn familiäre Situationen kaputt gehen, wenn das Kind aber auch aufgrund seiner permanenten frustrierenden Erlebnisse, dass es nicht mehr zum Kindergeburtstag eingeladen wird, dass es keine Freunde hat, dass es vielleicht gemobbt wird, dass man dann im Prinzip überlegt, ist das Medikament Option? Ist ADHS Ihrer Meinung nach eine Modeerkrankung? ADHS ist keine Modeerkrankung. ADHS gab es schon vor Hunderten von Jahren. Ich glaube, Sie kennen vielleicht auch noch den Struwelpeter, wo Heinrich Hofmann ein schönes Buch gestaltet, den Struwelpeter, und dort typische Symptome für ADHS, also denken Sie an den Zappelphilipp oder denken Sie auch an den Hans Kuck in die Luft oder den bösen Friedrich, geschrieben hat. Man glaubt, dass es eine Modeerkrankung ist, weil natürlich viel darüber gesprochen und geschrieben wird, aber es gab schon berühmte Leute und viele Leute vor, denken Sie an Mozart, soll Einstein, soll ADHS gehabt haben. Also keine Modeerkrankung, nur der Name ADHS, den gibt es erst seit wenigen Jahren, etwa in den 80er Jahren. Danke, Dr. Prager, für Ihre Einschätzungen. Und bei uns geht es gleich weiter mit Nachrichten vom Tage. Willkommen beim Finale zum großen Bankentest 2012 von Focus Money. Die gelbe Bank fällt schon auf den ersten Metern zurück. Und die orange-blauen tun sich schwer. Auch die rot-weiße Bank hat Probleme. Auf dem zweiten Platz liegt die blaue Bank. Aber es reicht wieder nicht. Sieger wird zum dritten Mal die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Da hat wirklich einer Grund, sich zu freuen. Was für ein Sieg. Hattrick für die Sparkasse. Es ist schon wieder soweit. Osterhasen sind bereit, schauen schon mal vor Ostern rein. Steppkes sind wieder gern gesehen, können spielen, malen, basteln gehen. Am Mittwoch schon, da ist soweit, ab 15 Uhr ist er bereit. Der große Saal der Lebensräume erfüllt euch eure Osterträume. Kleine Häschen basteln, schminken, Überraschungen und Preise winken. Bringt Mama, Papa, Omi mit, einen Kaffee gibt's, der hält sie fit. Ihr tobt euch derweil richtig aus. Bis Abend, wenn es geht, nach Haus. Haben Sie das auch schon mal gehört oder gesagt? Ich habe es aufgegeben, mit meinen Kindern über meinen Abschied zu sprechen. Meine Tochter sagt immer, Mama, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Meine Enkeltochter fragt, Oma, hast du Angst vor dem Tod? Meine Tochter sagt, Oma stirbt nicht so schnell. Und ich frage dann, und wenn doch? Wir im Bestattungshaus Konecny reden darüber. Wir helfen Ihnen. Ihr Thomas Konecny vom Bestattungshaus Konecny in Hoyerswerda. Lauter und Wittichenau. Konecny, am Ende gut. Ermittler des Landeskriminalamtes Sachsen haben am Mittwoch eine groß angelegte Razzia in 9 Bundesländern durchgeführt. 5 beschuldigte Sachsen, eine Frau und 4 Männer, sollen Existenzgründer um ihr Startkapital gebracht haben. Ein 42-Jähriger wurde festgenommen. Das Quintett soll über ein Online-Portal Franchise-Lizenzen gegen eine Gebühr von 20.000 Euro für einen regionalen Krankenfahrdienst angeboten haben. Den Franchise-Nehmern wurde vorgespielt, dass bereits Verträge mit Krankenkassen bestehen. Viele mussten bald den Geschäftsbetrieb wegen zu geringer Auslastung wieder einstellen. In Sachsen wurden Wohnungen und Geschäftsräume in Dresden, Leipzig, Chemnitz und im Großraum Meißen sowie in Freital durchgeführt. Mehr Nachrichten vom Tage sehen Sie jetzt.
Am Mittwoch wurde anlässlich des Tages des Wassers auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda ein Aktionstag veranstaltet. Höhepunkt eine Wette zwischen dem Geschäftsführer der Hoyerswerda Versorgungsbetriebe Steffen Griegers und den Farmkids. In dem Wettstreit in Form eines Quiz verlor der VBH-Chef. Zum Trost gab es einen Kuchen sowie eine Gratis-Zirkusvorstellung. Im Gegenzug erhielt die Farm einen 600-Euro-Gutschein, der für Materialien in der pädagogischen Beschäftigung genutzt werden wird. Die Staatsstraße 95 war am Donnerstagmorgen zwischen Ossling und Milstrich nach einem Lkw-Unfall stundenlang voll gesperrt. Gegen 4:45 war ein Volvo aus bislang ungeklärter Ursache in den Teichkurven von der Fahrbahn abgekommen und drohte umzukippen. Das Heikle dabei, der Lkw war mit 30.000 Litern Heizöl beladen. Bevor durch schwere Technik der Brummi wieder auf die Straße gezogen werden konnte, musste das Fahrzeug gegen Umkippen gesichert und das Gefahrgut gut abgepumpt werden, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Das Luttgehaus in Zeisig gehört zu den schönsten Kindergärten in Sachsen. Die Einrichtung wurde am Donnerstag mit 9 weiteren Kitas von Kultusministerin Brunhild Kurt in Dresden ausgezeichnet. Der Wettbewerb mit dem Motto Unser Kindergarten – Platz für ein Miteinander soll dazu anregen, eine naturnahe und gesunde Außenanlage gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Die jetzt ausgezeichneten Kitas erhalten jeweils 1.000 Euro und sind automatisch für die letzte Stufe des dritten sächsischen Kindergartenwettbewerbes qualifiziert. Für beispielhafte Pflichterfüllung hat Christoph Lötsch aus Panschwitz-Kuckau den höchsten Orden der Bundeswehr erhalten. Am Mittwoch wurde dem 53-Jährigen das Ehrenkreuz in Gold verliehen. Lötsch diente in den 80er Jahren als Artillerieoffizier an verschiedenen süddeutschen Standorten und wechselte dann in die Medienbranche. In fast 1000 Wehrübungstagen diente er anschließend als Pressestabsoffizier in zahlreichen Kommandobehörden und Einsatzkontingenten von Bundeswehr und NATO. Seit November 2012 ist er Oberstleutnant der Reserve sächsischer Landesvorsitzender des Reservistenverbandes. Am Donnerstag nächster Woche ist das Landratsamt Bautzen nur bis 16 Uhr geöffnet. Die verkürzte Öffnungszeit betrifft alle Verwaltungsstandorte sowie Außenstellen einschließlich der Fahrerlaubnis- und Kfz-Zulassungsbehörde. Ausgenommen davon bleiben die Bürgerämter. Diese sind an allen Standorten regulär bis 18 Uhr geöffnet. Jugendliche im Alter von 15 bis 26 Jahren können sich für ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Landesstiftung Natur und Umwelt bewerben. Die Aufgabenbereiche reichen von Gewässerschutz, Umweltanalysen, Naturschutzprojekte, ökologischer Landbau, Kartierung von Tier- und Pflanzenarten, Tierpflege bis hin zur Beschäftigung mit Kindern, so eine Mitteilung. Das freiwillige Jahr beginnt am 1. September 2013 und endet am 31. August 2014. Für die Arbeit gibt es eine monatliche Aufwandsentschädigung von 280 Euro. Außerdem werden die Beiträge zur Sozialversicherung komplett übernommen. Weitere Infos erhält man bei der Sächsischen Landesstiftung in Lichtenwalde unter der Rufnummer 037 206 600 716. Das Hoyerswerda Bürgeramt sucht ein neues Zuhause für eine Katze. Die getigerte Samtpfote ist ca. 3 bis 5 Jahre alt und wurde sichergestellt, da der Besitzer verstorben ist. Interessenten für den Stubentiger können sich telefonisch unter 45 63 19 melden. In Hoyerswerda wird es am 11. April erstmals einen generationenübergreifenden Seniorentag geben. Veranstaltet wird er von einem Netzwerk von Vereinen und Verbänden, die sich im Saal der Ostsächsischen Sparkasse präsentieren werden. Die Finanzierung erfolgt in erster Linie durch die Unterstützung von Firmen aus der Stadt. Hauptsponsor sind die städtischen Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda. Die Mitglieder des Organisationsteams stellten am Donnerstag im Rathaus erste Details des Aktionstages vor. Frau Graf, was war denn der Anlass gewesen, erstmals so einen Seniorentag für Hoyerswerda ins Leben zu rufen? Unsere Gedanken sind dahingehend gegangen,
dass wir ein sehr großes Angebot von Vereinen haben, von Menschen miteinander, gemeinschaftlich in Wohngemeinschaften, sie zusammenzuführen, sie zu einem Netzwerk, so wie man das aus der Wirtschaft kennt, einfach sich gegenüberzustellen und zu sagen, lasst uns einen netten Nachmittag zu verbringen, lasst uns präsentieren und lasst uns die Menschen bei so viel Schnee im Winter einfach mal in die Sonne rauszuholen und das hier in Hoyerswerda in der Sparkasse zu einem Nachmittag, der Ausstellung hat und für Ehrenamtliche, die sehr aktiv sind, auch eine gemütliche Runde. Was wird denn da ganz konkret im Sparkassensaal passieren? Im Sparkassensaal, das heißt der gesamte hintere Trakt, wird im Foyer ein kleiner Empfang sein. In den hinteren Räumen präsentieren sich 28 Vereine und auch Nichtvereine, die sich mit generationsübergreifender Freizeitgestaltung beschäftigen. Und im vorderen Teil wird dann ab 15 Uhr von jedem Verein 5 Mitglieder, die sehr ehrenamtlich engagiert sind, eine gemütliche Umrahmung sein, ja, mit kleinen Überraschungen der Schülerfirma, des Lessungsgymnasiums, die für die gesamte kulinarische Versorgung und kulturelle Versorgung sorgen werden. Also man ist nicht unter sich, Senioren sind nicht unter sich, auch die jungen Leute sind in Form der Schülerfirma mit integriert. Ganz genau, das ist unser Ansehen. Wir möchten Jung und Alt zusammenbringen, damit alle jungen Leute, die im ganz normalen sozialen Umfeld zu Hause leben, die Älteren, die Oma, die Mutti, wie auch immer, die, wo sie sagen, ach nee, sie müsste mal rausgehen, einfach dort gemeinsam hinkommen, um zu schauen, wo können sie ihre Freizeit, wo können sie ihre Hobbys ausleben und wo können sie miteinander lachen und vielleicht auch mal ihre Sorgen und ihre Trauer ausleben. Das ist ganz wichtig im Gespräch miteinander und das ist das Ziel. Wird also passieren am 11. April, am Nachmittag im Saal der Sparkasse und alle sind natürlich herzlich dazu eingeladen. Alle sind eingeladen, von jung bis alt. Bitte kommen Sie, Sie werden es nicht bereuen. Dankeschön. Bitteschön. Wir bekommen Nachschlag vom Winter. Eine weitere Woche Eis und Schnee stehen uns bevor. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sehen Sie gleich bei uns. Für den Garten das Beste zur Frühjahrstiefpreisaktion von HLD. Zum Beispiel NPK-Volldünger 25 Kilo nur 21 Euro. Düngemittel von HLD, Industriegelände am Sperrmüllhof, Ihr Landhandel in Hoyerswerda. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Eine Veranstaltung wie die Prohibitionsfeier der KUFA braucht eine gewaltige Vorbereitung. Bei den ersten Vorbereitungstreffen des Vereins werden die Abläufe erarbeitet, Arbeitsgruppen gegründet und die Aufgaben verteilt. 10 Tage vor der Prohi kommen die Vereinsmitglieder zusammen und fangen an, die Deko zu bauen. Eine Stadt entsteht. Es wird ausgemessen, gehämmert, gesägt, gestrichen, gebastelt, ausgeschnitten, angemalt, Bilder werden aufgehangen, Wände gezogen, Lichter gesetzt, Räume abgehangen, Kulissen werden gebaut, es entstehen Toninstallationen, Schnee wird geschüppt und Etiketten auf Bierflaschen geklebt. To play for you, to eat nothing to it, and it's easy to do. Called the Callaway Boogie. It's the Callaway Boogie. Keeps you groovy 24 hours. Die Räume der KUFA verwandeln sich in die Stadt New Orleans. In den Straßen findet man einen festlichen Ballsaal, ein Hotel, eine Spielhölle, ein Restaurant, ein Szenecafé, einen weißen Friedhof, einen Sumpf und eine Gruft. Keeps you groovy 24 hours a day. I woke up with the blues the other day. The cats started jamming and they blew them away with the Callaway Boogie. The Callaway Boogie keeps you groovy 24 hours a day.
waltz is bebop and jive, but here's the kind of music that keeps you alive. It's the Callaway Boogie. Ein Tag vor der großen Feier sind die Räume fertig. In 10 Tagen arbeiteten 52 KUFA-Mitglieder in 815 freiwilligen Arbeitsstunden an der Entstehung des Dekors. New Orleans ist aufgebaut, die Gäste können kommen. Der Grund, warum der Pate Don Corleone dieses Jahr die Festgesellschaft zusammenruft, ist ein trauriger. Der geliebte Freund Scarface soll in der Familiengruft begraben werden. Leider sollte es Scarface versagt bleiben, wie ein Soldat im Kampf für seinen Herrn Don Alfredo zu sterben. Tragischerweise bereitete ein elektrischer Stromschlag mitten auf der Bourbon Street seinem erfüllten Leben ein jähes Ende. Wie konnte es nur zu diesem feigen und tragischen Anschlag kommen? Wie sich herausstellt, ist Scarface ein Mops. Doch wie konnte dieses Unglück überhaupt passieren? Warum mussten die gusseiserne Laterne fallen und das blanke Kupfer entblößen, just in dem Moment, als Garfield einem dringenden Bedürfnis nachgehen, an selbiger sein Wasser abschlug? Scarface der Mops wird in einem Trauermarsch mit musikalischer Begleitung zu seiner letzten Ruhestätte geführt. Eine Jazzkapelle begleitet den traurigen Gang. Bitte schließen Sie sich an in dieser Reihenfolge. Bitte nachrücken. Bitte hinten an den Trauer. Ich weiß, es wollen alle mit, es dürfen auch alle mit. An der Gruft wird noch einmal auf den großen Verlust angestoßen und dann geht die Feier richtig los. Auf 3 Tanzflächen spielen 38 Musiker. Die Musiker kommen aus Deutschland, Dänemark und den USA. Die letzten Gäste fallen früh um 5 aus der Kufa. Doch davon bekommt der gute Scarface in seiner Gruft nichts mehr mit. Am Tag darauf kommt der Verein nochmal zusammen und fängt an aufzuräumen. Na dann, bis zum nächsten Jahr. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Freitagvormittag wieder zur Wirbelsäulengymnastik in die Begegnungsstätte Grüner Hain an der Hufelandstraße ein. Wer mitmachen will, sollte um 10 Uhr da sein. In der Studiobühne des Theaters Senftenberg wird am Freitag das Stück Odysseus aufgeführt. Vorstellungsbeginn ist 10 Uhr. Die Hoyerswerder Versorgungsbetriebe laden am Freitag zu einem Tag der offenen Tür ins Klärwerk nach Bergen sowie ins Wasserwerk Zeisig ein. Dazu gibt es von 13 bis 18 Uhr jeweils Führungen. Ein kostenloser Pendelbus wird zwischen beiden Standorten verkehren. In Kamenz öffnet am Freitag um 13 Uhr die Messe Via 2013 die Pforten. Bis zum Sonntag präsentieren sich mehr als 260 Firmen auf der größten Leistungsschau Ostsachsens. Höhepunkte sind am Eröffnungstag die Premierenaufführung des Firmenlaufstegs unter dem Motto Die Wirtschaft läuft und um 15.30 Uhr die Prämierung des Wurstwettbewerbs. Geöffnet ist bis 18 Uhr, der Eintritt ist am Freitag frei.
Im Jugendclubhaus Ossi in der Hammernstraße in Hoyerswerda gibt es am Freitag wieder die Breakdance-Stunde mit Micha. Los geht's um 15.30 Uhr. Nachts wolkig mit wenigen Auflockerungen und vereinzelt Schneeschauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 5 und minus 8 Grad. Am Freitag viele Wolken und vor allem anfangs noch kurze Schneeschauer, vorübergehend Schneeglätte möglich, später meist trocken und vermehrt Auflockerungen. Das Quecksilber erreicht maximal minus 2 bis plus 1 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen laden wir Sie zu einem Messerundgang durch die sächsischen Städte Kamenz, Dresden und Leipzig ein. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.